Und das ganz besonders, als der erste große Lockdown kam, also in den Monaten März und April. Und plötzlich stellten sich für die Kirche viele Fragen, die ziemlich ungewohnt waren. Das ist zunächst mal die Frage, wie kann denn öffentlich Gottesdienst gefeiert werden? Öffentlich ging gar nicht mehr. Wie kann man das ersetzen? Also was machen wir jetzt, wenn wir nicht mehr zusammen Gottesdienst feiern können? Aber auch ganz andere praktische Fragen wie, was bedeutet das denn eigentlich für eine Erstkommunion oder was bedeutet das für eine Firmung? Selbst jetzt, wo wir wieder öffentlich Gottesdienst feiern können, stellen sich ja sehr viele Folgefragen. Wie sichert man die Hygiene in der Kirche? Wie gestaltet man, wir werden dazu kommen später, die Gräbersegnung an aller Heiligen oder aller Seelen? Also ganz viele sehr praktische Fragen, hinter denen aber immer auch theologische Konzepte und Ideen stehen. Es gibt in der Kirche einen Grundsatz, der heißt Lex credendi und Lex orandi. Das heißt, das, was die Kirche betet, das muss sie auch glauben. Wir können nichts beten, was wir nicht glauben. Und umgekehrt, das, was wir glauben, das muss auch im Gebet vorkommen. Und ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie kann man das sehr gut auch auf gelebte kirchliche Praxis beziehen. Also das, was wir glauben, das muss sich auch irgendwie in unserer Praxis widerspiegeln. Und umgekehrt, in der Praxis ist nicht nur entscheidend, was funktioniert gut, sondern schon auch die Frage, spiegelt das eigentlich noch unseren Glauben wider? Und das hat die Kirche vor viele auch theologische Herausforderungen gestellt. Und ich möchte das alles unter einem Begriff behandeln, nämlich unter dem Begriff der Theologie in Echtzeit. Ich habe den Begriff nur so ein bisschen halb erfunden. Ich lehne mich da an zwei Philosophen, nämlich an Nikhil Mukherjee und Adriano Manino, die in einer Veröffentlichung im Reclam Verlag von Philosophie in Echtzeit sprechen. Und gemeint ist damit letztlich das Folgende, dass gerade Geisteswissenschaften, aber ganz besonders Philosophie und Theologie häufig Fragen diskutieren, die nicht unbedingt tagesaktuell sind. Also während Mediziner oder während vielleicht auch Betriebswirte Fragen beantworten, auf die ziemlich schnell eine Antwort her muss, ist das für Theologen eher etwas ungewohnt. Ganz oft wird theologische Forschung betrieben, die von der Ausgangsfrage her gut auch schon vor 10 Jahren hätte behandelt werden können oder vielleicht auch erst in 10 Jahren. Und plötzlich ändert sich durch die Corona-Krise alles. Diese beiden Philosophen bringen ein sehr gutes Beispiel in ihrer Veröffentlichung, das ich jetzt kurz wiedergeben möchte. Und das, glaube ich, zeigt, was Philosophie, aber auch Theologie in Echtzeit eigentlich möchte. Diese beiden Philosophen sagen, momentan werden ja auf dem ganzen Markt autonom fahrende Autos entwickelt. Die gibt schon und es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis die auch wirklich fahrtüchtig sind. Und es stellen sich neben vielen technischen Fragen auch ethische. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie fahren mit Ihrem Auto und plötzlich läuft Ihnen in die Fahrspur ein Kind. Bremsen können Sie nicht mehr, Sie haben nur noch die Möglichkeit auszuweichen. Wenn Sie aber ausweichen, werden Sie zwangsläufig eine ältere Dame überfahren. In dieser Situation, die man keinem Autofahrer wünscht, wird jeder von uns wahrscheinlich intuitiv agieren. Also entweder ausweichen, dann stirbt die ältere Frau, oder nicht ausweichen, dann stirbt das Kind. Aus dieser intuitiven Entscheidung wird man aber kein ethisches Gebot ableiten können, denn ethisch ist Leben gegen Leben nicht abzuwägen. Und solange Menschen handeln, ist das auch irgendwo in Ordnung. Sobald aber ein Auto handelt, muss ja irgendwer dem Auto erzählt haben, also durch Programmierung mitgeteilt haben, wie sich das Auto in der Situation verhält. Das heißt, ich muss ein Gesetz aufstellen. Nicht ausweichen, das Kind stirbt. Ausweichen, die alte Frau stirbt. Und das ist eine ethische Frage, von der die beiden Philosophen sagen, vollkommen zu Recht, diese Frage kann nicht erst in 10 oder 15 Jahren beantwortet sein, wenn autonom fahrende Autos schon zigmal in dieser Zwangssituation war. Sondern diese Frage muss davor beantwortet werden. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen etwas seltsam. Für Geisteswissenschaftler ist das, glaube ich, dass eine bestimmte Frage ganz schnell beantwortet werden muss. Aber genau das haben wir in der Corona-Krise erlebt. Um nur ein Beispiel zu nennen, vielleicht das deutlichste, als die öffentlichen Gottesdienste nicht mehr möglich waren,
stellte sich ja schnell die Frage, was ist denn eine Alternative? Und diese Alternative muss natürlich theologisch tragfähig sein. Wir kommen gleich dazu. Aber diese Frage musste wirklich in manchen Pfarreien binnen nicht einmal 2 Tagen, also nicht mal innerhalb von 48 Stunden beantwortet werden. Und das ist für Geisteswissenschaftler etwas ungewohnt, hat aber auch, glaube ich, sehr große Chancen. Also gerade zu Beginn des Lockdowns hat man schon gesehen, auch um die Ostertage herum, dass theologische Reflexion ganz stark war, weil man plötzlich merkte, wir stellen im Blick etwa auf den Gottesdienst keine abstrakte Frage, sondern eine, die in ganz Deutschland unzählige Pfarreien jetzt sofort betrifft. Und das ist dann auch direkt das erste große Thema, das ich anschneiden möchte, nämlich die Frage, wie man eigentlich Gottesdienst feiern kann unter Corona-Beschränkungen. Und auf dem Bild sehen Sie jetzt diese abgesperrten Kirchenbänke. Das ist die Situation, die wir momentan haben. Also öffentliche Gottesdienste sind möglich unter bestimmten Maßnahmen, die wir aus jedem gesellschaftlichen Kontext eigentlich kennen. Abstand, Maske, Desinfektion. Aber im Wesentlichen können wir wieder Gottesdienst feiern. Das war im März und im April ganz anders. Denn dort waren öffentliche Gottesdienste ausnahmslos, wenn ich es richtig sehe, ausnahmslos verboten. Und plötzlich mussten sich natürlich die Pfarreien fragen, was machen wir jetzt? Und ich glaube, dass sich dort im Wesentlichen 4 Strategien entwickelt haben. Auf der einen Seite gab es Gemeinden, die haben einfach gar nichts gemacht. Die haben zur Kenntnis genommen, dass sie am Sonntag nicht öffentlich Messe feiern können und haben das irgendwie auch hingenommen. Das ist in meinen Augen der Weg, der überhaupt nicht gehbar ist. Also einfach aufzugeben und zu sagen, nun gut, das, was wir gewohnt sind, das geht nicht, dann machen wir einfach gar nichts. Aber es ist passiert. Die zweite Möglichkeit war, das haben in meiner Wahrnehmung sehr viele Pfarreien gemacht, dass sie ganz bewusst ihre Gemeinde dazu aufgefordert haben, Hausgottesdienste zu feiern. Also mit der Familie am Sonntag sich zusammenzusetzen und zu beten, in der Bibel zu lesen, zu singen, Gebeten zu formulieren. Und viele Gemeinden haben das auch unterstützt durch Formulare, durch Hilfen, durch Vorschläge, wie sowas ausschauen könnte. Das ist ja auch gerade vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr relevant geworden, ja, dass Menschen froh waren auch um eine gewisse Hilfe, um eine Hilfestellung, wie man das machen kann. Drittens, eine dritte Strategie war dann, dass Gemeinden Gottesdienste gefeiert haben und das aufgezeichnet haben, also mitgefilmt haben und im Anschluss, als die Messe schon vorbei war, ins Internet gestellt haben. Ich komme dazu gleich, möchte aber vorher etwas intensiver auf die 4. Variante eingehen. Das war das Livestreamen von Gottesdiensten, also das Live-Übertragen einer Messe aus einer Kirche, die dann im Internet über YouTube oder über andere Plattformen live verfolgt werden konnte. Und gerade dieses Modell war zu Beginn ganz stark in der Kritik. Und zwar aus 2 Gründen. Zunächst mal gab es formale Kritik an diesen Gottesdiensten. Ich habe hier 2 Punkte rausgegriffen. Man könnte das sicher noch vervielfältigen. Die Kritik war laut. Aber zunächst hat Erik Flügge sich zu Wort gemeldet. Der ist vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen ein Begriff. Erik Flügge ist eigentlich Politikberater, äußert sich aber immer mehr auch zu katholischen Themen. Ganz bekannt von ihm war das Buch Der Jargon der Betroffenheit, Kirche verreckt an ihrer Sprache. Und Erik Flügge hat einen Ansatz, der eigentlich ganz spannend ist. Er stellt immer die Frage, wie wirkt kirchliche Kommunikation nach außen? Also wie wirkt das, was wir tun, das, was wir sagen, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wirkt das auf Menschen, die keine Bindung zum katholischen Glauben haben? Und ganz oft stellt Herr Flügge eben fest, dass das vielleicht wirken könnte. Und er kritisiert unter diesen vielen Livestream-Gottesdiensten, dass ganz oft die Qualität auch schlecht war. Das ist auch, glaube ich, gar kein persönlicher Vorwurf. Viele Priester haben innerhalb weniger Tage einen Livestream überhaupt möglich gemacht. Und dass dann da die Qualität manchmal nicht so wunderbar ist, das ist, glaube ich, in einem gewissen Rahmen selbstverständlich. Erik Flügges Vorschlag war jetzt aber, dass nur diejenigen Gottesdienste streamen sollten, die das auch wirklich können. Also die Pfarreien, die technisch das können, die auch irgendwo das Wissen haben, wie filme ich gut, wo kann ich vielleicht mal
auf das Geschehen hinzoomen, wo wähle ich eher eine totale Darstellung. Und die Pfarreien, die das nicht können, die sollten es doch bitte eigentlich lassen. Ich halte diesen Vorwurf oder diese Kritik für sehr schwierig, denn wir stellen uns ja in der Kirche seit längerem schon die Frage, wie schaffen wir es denn, Kirche vor Ort zu leben, wenn am Sonntag keine Messfeiern mehr möglich sind. Das ist ja in vielen Pfarreien jetzt schon Realität, in manchen noch nicht sehr, aber es wird zur Realität werden, dass durch den Priestermangel am Sonntag eigentlich eine Pfarrei keine Messe mehr haben kann. Und jetzt gibt es Theologen, ich bin da sehr kritisch, aber es gibt diese Theologen, die sagen, wenn eine Gemeinde am Sonntag nicht Messe feiern kann, dann sollte nicht die Maßgabe sein, dass man die Gläubigen in andere Gemeinden schickt, wo Messe gefeiert wird, sondern dass diese Gemeinde sich in ihrer Kirche trifft und dann eben nicht Messe feiert, sondern Wortgottesdienst hält, Stundengebet betet oder Ähnliches. Das heißt, wir machen dieses System, dieses Prinzip Lokalität so stark, dass wir es beinahe schon über die Messe stellen. Das ist natürlich sehr zugespitzt formuliert und das ist auch ein theologischer Gedanke, der mehr als schwierig ist. Aber die Idee wird, glaube ich, klar. Kirche vor Ort ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass gerade für viele Menschen während der Pandemie das auch wichtig war, dass sie den Gottesdienst aus ihrer Kirche sehen konnten. Also dort, wo ihr Pfarrer predigt, wo sie ihre Gemeindereferentin sehen, wo sie an Ostern ihre Kirche im Kirchenschmuck gesehen haben. Und ich glaube, dass das gut war, dass viele Gemeinden, wenn auch technisch manchmal schwierig und schlecht, doch versucht haben, Angebote zu machen, wie Menschen noch verwurzelt sein können mit ihrer Gemeinde. Das war der erste formale Einwand. Der zweite formale Einwand kam vom Generalvikar von Münster. Den habe ich aufgeführt, weil er in meinen Augen sehr spannend ist. Der Generalvikar von Münster, Klaus Winterkamp, bat die Gemeinden, als der Lockdown vorbei war, also als die öffentlichen Gottesdienste wieder möglich waren, doch bitte nach Möglichkeit auf die Livestreams zu verzichten. Und sein Hintergedanke war der folgende, er sagte, wir haben ja immer noch diese Fernsehgottesdienste im öffentlichen Rundfunk. Und das ist vielleicht auch, wenn wir unsere Kirchenbesuchszahlen anschauen, keine Selbstverständlichkeit mehr, dass an einem Sonntag eine Stunde lang mit hohem technischen Aufwand eine katholische Messe übertragen wird. Und das wird über kurz oder lang zur Disposition stehen. Und dann, so war die Argumentation des Generalvikars, wollen wir doch nicht diesen öffentlichen Medien noch das Argument geben, die Gottesdienste im Fernsehen braucht gar niemand mehr, denn die Kirche organisiert das ja schon selber. Das ist natürlich jetzt ein etwas schwieriges Argument, glaube ich, und ich möchte es auch einfach im Raum stehen lassen. Aber es wird ein Gedanke hier schon deutlich, der gleich nochmal wichtig wird. Diese Livestream-Gottesdienste waren ein Mittel für den Höhepunkt der Krise. Eine dauerhafte Lösung sind sie aber keinesfalls. Und das wird im Wesentlichen auch deutlich an der theologischen Kritik, die man an diesen Gottesdiensten üben kann. Da ist zunächst einmal das Wesen katholischer Sakramente. Katholische Sakramente leben ganz stark von Körperlichkeit und von Berührung. Denken Sie beispielsweise an die Taufe. Da ist es ganz wichtig, dass das Wasser auf den Kopf des Täuflings geht, dass der Priester die Stirn, die Ohren, den Mund des Taufkinds berührt. Das ist was, das kann ich nicht übers Internet machen. Das lebt von Körperlichkeit und Beziehung. Das Gleiche gilt für die Firmung oder für die Priesterweihe oder für die Eheschließung. Und natürlich auch für die Messfeier. Also der Kern der Messfeier, die Kommunion von Leib und Blut Christi, die kann eben nicht über das Internet erlebbar gemacht werden. Ich kann über das Internet vielleicht Wortgottesdienst feiern, ich kann über das Internet zusammen beten, alles unproblematisch, aber kommunizieren über das Internet, das ist schlichtweg unmöglich. Und ein zweites theologisches Moment, das immer wieder in der Debatte stand, war ein gewisser Gedanke der Stellvertretung. Man hat das immer wieder gehört. Der Regensburger Bischof hat dieses Prinzip auch sehr stark gemacht während der Krise. Der Priester feiert stellvertretend für seine Gemeinde Gottesdienst. Und das wurde, wie schon gesagt, sehr oft kritisiert. Man kann diesen Stellvertretungsgedanken schon falsch verstehen. Ich kann das ja so verstehen wie beispielsweise im Recht. Ja? Also derjenige, der sich vertreten lässt,
der muss selber gar nicht mehr handeln. Ein anderer handelt für ihn. Ein anderer verhandelt den Vertrag, schließt den Vertrag. Ich selber muss nichts machen, habe aber die Wirkungen. Und genau so darf man theologisch Stellvertretung eben nicht begreifen. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Priester ja ohnehin Messe feiert. Ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Mir kommen die Gnadengaben zugute, aber ich selber brauche nicht mehr beten. Ich brauche mich um keine Gottesbeziehung mehr bemühen. Ich kann einfach ja, relaxed zu Hause sitzen und der Priester macht schon. Genau so darf man das nicht verstehen. Das war ein Kritikpunkt immer auch an den Priestern, die sagten, ich feiere Gottesdienst und ich nehme meine Gemeinde im Gebet mit und vertrete dort meine Gemeinde vor Gott. Der Gedanke Stellvertretung ist in der Heiligen Schrift sehr präsent. Also gerade, wenn Sie an die Geschichte von Mose denken, der macht eigentlich ständig nichts anderes, als das ganze Volk Israel vor Gott zu vertreten. Und auch das wurde, glaube ich, in der Corona-Krise irgendwo deutlich. Wenn ich selber nicht mehr in einen öffentlichen Gottesdienst gehen kann, war es doch für viele Menschen ein tröstlicher Gedanke, immerhin feiert der Priester noch Messe. Ja? Also immerhin wird noch diese Messe gefeiert. Und natürlich, durch Livestreams kann jeder Gläubige an diesen Gottesdiensten teilnehmen. Und dabei kann auch Gemeinschaft werden. Also gerade über das Internet wird ja immer mehr soziales Leben auch transportiert. Und das geht, glaube ich, auch in diesen Livestream-Gottesdienst. Man erfährt Gemeinschaft. Vielleicht nicht in dem Sinn wie in der Kirche, wo man wirklich die Gemeinschaft spürt, links und rechts neben sich sitzen, sieht, sondern auf eine andere Weise. Aber man ist eben nicht allein, sondern man fühlt sich eingebunden in alle, die jetzt genau wie ich zu Hause sitzen und diesen Gottesdienst im Livestream verfolgen. Und dabei gibt es natürlich verschiedenste Modelle, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass die Kirche verstanden hat, an vielen Orten ist, dass auch so ein Livestream-Gottesdienst keine Einbahnstraße mehr sein wird. Es gibt ja beispielsweise die Möglichkeit, einen solchen Gottesdienst, wie wir das jetzt hier machen, über Zoom oder über Skype oder über andere technische Möglichkeiten, so zu feiern, dass man die Gemeinde einbindet. Es wäre ja etwa denkbar, dass zu den Lesungen zu einem Lektor geschalten wird, der von zu Hause die Lesung vorträgt und dann auf dem Bildschirm erscheint. Es wäre denkbar, dass zu den Fürbitten zu einem anderen Gläubigen geschaltet wird. Es wäre denkbar, dass zu Liedern, die gesungen werden, alle Gläubigen, die wollen, ihre Kamera oder vor allem ihr Mikrofon auf laut stellen. Und dort gibt es meiner Wahrnehmung nach sehr viele Aufbrüche, wo man versucht, aus einem Einbahn geschehen, also der Priester feiert, das wird übertragen, die Gemeinde schaut nur passiv zu, hinzukommen zu einem mehr aktiveren Modell. Da wird natürlich in der Zukunft sehr viel passieren. Ich komme da am Ende auch nochmal drauf. Die Corona-Krise war hier ja ein erster Anstoß, gewisse Modelle weiterzuentwickeln. Und die Alternative natürlich zu diesen Live-Gottesdiensten ist der Hausgottesdienst. Und ich glaube, dass das eine ganz große Chance für die Kirche war, dass Menschen, die zusammenleben in einer Familie, vielleicht aber auch in einer Wohngemeinschaft, vielleicht auch als Nachbarn in einem Haus, sich auch als Gemeinde von Christen erfahren. Das ist das Modell eigentlich der alten Kirche, das Modell Hauskirche. Ja, man feiert in der Gemeinschaft, in den Häusern der Menschen, dort, wo man zu Hause ist. Und gerade diese Hausgottesdienste bieten eine große Chance, glaube ich, sich auch neu zu überlegen, was beten wir eigentlich? Wenn man wirklich diesen Gottesdienst für sich gestalten muss, welche Lieder will ich singen? Welche Lieder bedeuten mir was? Was will ich beten? Welche bedeuten mir was? Allein schon Fürbitten zu formulieren, kann ja das Bewusstsein dafür schärfen, wofür möchte ich eigentlich bitten oder wofür möchte ich danken? Was beschäftigt mich gerade? Was bewegt mich? Insofern glaube ich, dass diese Hausgottesdienste eine gute Alternative zu Livestream-Gottesdiensten waren. Natürlich immer mit einem Problem. Derjenige, der alleine feiern muss, ja, dem fehlt die Gemeinschaft. Natürlich kann ich am Sonntag, wenn die Messfeier nicht möglich ist, auch alleine beten, in der Schrift lesen, singen. Aber gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist in der Familie erfahrbar. Aber bei denen, die während des Lockdowns Gemeinschaft am meisten gebraucht hätten,
Also bei einsamen Leuten, bei alten Leuten, bei Menschen, die aus welchen Gründen auch immer isoliert lebten. Ja? Dort war, glaube ich, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft sehr stark. Und das ist in den Livestream-Gottesdiensten, glaube ich, sehr gut aufgefangen worden. Um hier vielleicht ein kurzes Fazit zu ziehen, alle vier Alternativen, Gottesdienste live übertragen, Gottesdienste mitschneiden und im Anschluss zur Verfügung stellen, Hausgottesdienste fördern oder eben gar nichts zu tun, sind nicht die Ideallösungen. In der Krise gibt es aber wahrscheinlich auch nicht die idealen Lösungen. All das sind Alternativen, die nur dann zum Tragen kommen, wenn das, was eigentlich stattfinden sollte, nämlich die Sonntagsmesse, nicht stattfinden kann. Also der Livestream wird sich, glaube ich, hoffe ich zumindest, nicht durchsetzen in einer krisenfreien Zeit, denn wie gesagt, Eucharistie ist im Letzten nicht über das Internet zu feiern. Gleichzeitig war das eine große Herausforderung für die Kirche, denn, und das durchzieht verschiedene kirchliche Bereiche, pauschale Lösungen waren von heute auf morgen unmöglich. Die Kirche ist ja ein Bereich, wie jede Institution, wie jede große Gruppe von Menschen, in der ganz oft der Fokus da liegt, etwas so zu machen, wie man das immer schon getan hat. Papst Franziskus beispielsweise kreidet das ja auch immer wieder an. Wenn wir immer nur machen, was wir immer schon gemacht haben, dann schaffen wir uns vielleicht irgendwann selber ab. Aber plötzlich war durch die Corona-Krise es unmöglich, irgendetwas zu machen wie früher. Denn wir hatten kein Konzept für einen Lockdown. Das gab es nicht. Und ich glaube, dass das für die Pastoral eine riesige Herausforderung war. Denn das, was wir üblicherweise machen, Angebote, die wir öffentlich stellen und bei denen wir hoffen, möglichst viele Menschen kommen zu uns, die gingen nicht mehr. Denn zu uns durfte ja niemand mehr kommen. Wir durften ja gar nichts öffentlich anbieten. Und das bedeutet aber, dass Kirche den Blick wenden musste. Weg von sich selber, also wir bieten zentral etwas an, die Menschen werden schon kommen, hin zu diesen Menschen. Und genau das ist es, was die Bewegung Kirche an den Rändern, die ja Papst Franziskus nicht müde wird einzufordern, eigentlich meint. Dass Kirche den Blick wegwendet von sich selber, vom Zentrum, von den Leuten, die man immer schon kannte, von den Leuten, die eh immer kommen, die ohnehin in der Kirche integriert sind, an die Ränder, also dorthin, wo Menschen Kirche brauchen. Und das hat sich in der Corona-Krise in meinen Augen sehr stark gezeigt. Und nochmal, dabei war jegliche pauschale Lösung eigentlich unmöglich. Wenn Sie beispielsweise die Bedürfnisse der Menschen auf dem Land anschauen, dann sehen Sie, dass dort Einkaufshilfe oder Nachbarschaftshilfe eigentlich kein Thema war, weil jeder dort wenigstens irgendeine Bezugsperson hat, die einen Einkauf miterledigen kann. In Städten war das ganz anders. Dort zeigt sich Einsamkeit auch anders. Und ich kann nicht ein pastorales Konzept nehmen, das für ein Dorf mit 500 Einwohnern genauso gut funktioniert wie für die Stadt Regensburg. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und das hat die Corona-Krise gezeigt. Ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen. Wenn am kommenden Sonntag Allerheiligen gefeiert wird, werden natürlich auch Gräbersegnungen wieder ein Thema. Und ich habe letztens erst mit einem Priester gesprochen, der erzählte, wie er das handhaben will. Und er sagte, naja, er legt Wert darauf, dass keine Andacht in der Kirche stattfindet, sondern nur auf dem Friedhof. Freier Himmel, weniger Infektionsgefahr. Vor allem nicht die große Bewegung aller Gläubigen aus der Kirche heraus, in den Friedhof rein. Das sind neuralgische Punkte. Ein anderer Priester erzählte, er macht es genau umgekehrt. Er geht überhaupt nicht auf den Friedhof, sondern nur in die Kirche. Warum? Weil er dort kontrollieren kann. Ist der Abstand überall eingehalten? Wie ist meine Sitzordnung? Wer sitzt wo? Wo habe ich Haushalte, die ich zusammen platzieren kann? Und beide Konzepte sind weder richtig noch falsch. Beide Konzepte können nicht verallgemeinert werden, sondern das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie groß ist meine Kirche? Wie groß ist mein Friedhof? Kann ich statt einer Gräbersegnung personell bedingt vier oder fünf anbieten oder ist das nicht möglich? Und ich glaube, dass das für Kirche an vielen Orten eine ganz neue Erfahrung war. Ich kann eben kein diözesanes Konzept rausgeben, das alle 350, 400 Pfarreien
perfekt gleich funktioniert, sondern überall war Kirche vor Ort gefragt. In pastoralen Fragen, wer braucht Hilfe? In liturgischen Fragen, wie gestalte ich den Gottesdienst unter Hygienemaßnahmen? In jedem Bereich von Kirche war es unmöglich, auf eine generelle und pauschalisierte Lösung zu setzen. Und das hat den Blick der Kirche, glaube ich, geschärft auf die Menschen, die am Rand stehen. Wir haben ja hören ständig in den Medien von Menschen, die unter der Corona-Krise leiden. Und wir sehen, dass das ganz unterschiedliche Formen von Bedrängnissen sind. Da ist auf der einen Seite eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern, die irgendwo Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen und irgendwo an den Punkt kommen, wo sie einfach nicht mehr können. Da ist auf der anderen Seite eine 85-jährige alte Dame, die ohnehin schon zur Einsamkeit neigt und während eines generellen Shutdowns völlig vereinsamt. Ich kann diese beiden Gruppen beinahe nicht miteinander vergleichen. Und mein Eindruck ist, dass Corona dort auch Problemlagen, die es vielleicht schon gab, wirtschaftliche Probleme, generelle Überforderung im Leben, Einsamkeit, noch mehr zugespitzt hat. Und dort hat Kirche in vielen Bereichen meiner Wahrnehmung nach es geschafft, zu fragen, wo leiden Menschen und was können wir tun? Und gleichzeitig muss Kirche das aber auch als Auftrag verstehen. Das muss Kirche noch stärker machen, an die Ränder gehen. Und das ist ein Problem, das sich jetzt während Corona sehr deutlich gestellt hat, das aber Kirche für die Zukunft auch immer stärker brauchen wird. Denn auch unsere Kirche wird immer diverser. Wir haben nicht mehr diesen festen volkskirchlichen Block, bei dem es wirklich genügt, dass Kirche ein Angebot macht und die Menschen kommen. Sondern wir werden zusehends erleben, dass Kirche auch zu einer Minderheit wird, dass zumindest praktizierende Gläubige zu einer Minderheit werden. Wir werden verstärkt, auch das wird ja überall diskutiert, dahin gehen müssen, das Evangelium ganz neu zu verkünden. Und das ist immer eine Bewegung an Ränder hin, also weg von unserem Zentrum, von unseren kirchlich integrierten, sozialisierten Menschen an die Ränder. Und diese Ränder sind eben divers. Das sind Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Hintergründen, Biografien, Erwartungen. Und ich glaube, dass das die Corona-Krise gezeigt hat, wie groß dieses Bedürfnis ist, dass Kirche verschiedene Menschen auch verschieden behandeln kann. Also, dass es keine pauschalen Lösungen gibt, die überall und für jeden gleichermaßen gut funktionieren. Und dabei, gerade in dieser Frage, wie gehen wir auf Menschen zu, wurde immer wieder auch der Vorwurf laut, Kirche sei zu leise gewesen. Sie haben den Vorwurf vielleicht auch in unterschiedlichsten Nuancen gehört. Kirche hätte stärker protestieren sollen gegen die Besuchsverbote in Krankenhäusern und Altenheimen. Oder Kirche hätte generell gegen die Gottesdienstbeschränkungen protestieren sollen. Teilweise wurde gar behauptet, den Bischöfen sei die Eucharistie gar nicht mehr wichtig, was ein ziemlich unreflektierter Vorwurf ist. Aber auch hier wird deutlich, es gab sehr viele Menschen, denen war Kirche zu leise. Ich habe stellvertretend einen Textausschnitt herausgesucht aus einem Kommentar von Ulrich Fricker im Südkurier. Und dort schreibt er, Zitat, der Bäcker bäckt und verkauft Brot, weil seine Waren beim Leben und Überleben helfen. Für die Repräsentanten der christlichen Kirchen müsste das Gleiche gelten. Wie oft führen Sie die Redewendung vom Brot des Lebens im Mund, in solchen freien und entspannten Zeiten? Und nun wird dieses Brot vorenthalten. Das evangelische Abendmahl wie auch die katholische Eucharistiefeier finden nicht statt. Das Brot des Fernsehgottesdienstes kann keiner essen und es macht nicht satt. Es hat nicht einmal Geschmack. Zunächst, dieser letzte Satz bringt, glaube ich, auf den Punkt, was katholisches Sakramentenverständnis ist. Ich kann eben das Brot der Eucharistie nicht über den Fernsehbildschirm empfangen. Aber es wird gleichzeitig auch deutlich, dieses Unverständnis darüber, der Bäcker, der Lebensmittelhändler, der Drogeriemarkt, die dürfen alle öffnen. Die Kirche, die darf nicht öffnen. Und dabei wurde immer wieder der Begriff der Systemrelevanz bemüht. Dieser Begriff ist eigentlich zunächst mal etwas irreführend, denn Systemrelevanz ist zunächst mal ein volkswirtschaftlicher Begriff. Der meint, Unternehmen, Banken,
die für das System, also für ein volkswirtschaftliches System von so großer Bedeutung sind, dass die nicht insolvent gehen dürfen. Gerade während der Bankenkrise war der Begriff too big to fail. Also eine Institution ist zu groß, als dass wir uns wirtschaftlich ihren Untergang leisten könnten. Insofern gesehen, unter einer volkswirtschaftlichen Betrachtung, ist Kirche nicht systemrelevant. Da ist auch Kultur nicht systemrelevant oder Kunst oder Musik. Gleichzeitig hat sich dieser Begriff während der Corona-Pandemie verselbstständigt. Systemrelevanz fragt jetzt danach, was ist für unser System, also für unsere Gesellschaft, für unser Leben von so großer Bedeutung, dass ich es nicht wegdenken kann. Und dazu gehört offensichtlich Kirche. Ich sage offensichtlich, weil mich hin und wieder überrascht hat, wer denn diese Vorwürfe an die Kirche vorgebracht hat. Das waren nicht nur überzeugte Katholiken, die selber persönlich darunter leiden, nicht mehr in den Gottesdienst gehen zu können, sondern das waren ganz oft auch Menschen, Politiker oder hier Journalisten, von denen ich das zunächst mal vielleicht nicht erwartet hätte. Und natürlich stellt sich die Frage, ist Kirche nicht so relevant, ist die Botschaft von Kirche nicht so relevant, dass unser System nicht ohne geht? Bischof Rudolf Voderholzer hat sogar einmal gesagt, Kirche ist nicht nur systemrelevant, Kirche ist heilsrelevant. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie konnten die deutschen Bischöfe das einfach so hinnehmen, dass öffentliche Gottesdienste nicht mehr gefeiert werden? Es war ja bisweilen gar von einer Christenverfolgung die Rede. Und zu diesem Thema hat Bischof Rudolf etwas gesagt, dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ist. Er sagte in seinem Hirtenbrief vor dem Osterfest, Zitat, aber der Staat stellt doch nicht das Christsein unter Strafe, wie einst das Römische Reich in den Zeiten der Christenverfolgung, als Christen als Staatsfeinde angesehen wurden, weil sie den Staatskult ablehnten. Im Jahr 304 ließen sich tatsächlich die Märtyrer von Abitene lieber verhaften und totschlagen, als auf die gemeinsame Feier der Eucharistie zu verzichten. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Verschwörungstheorien und danke unseren verantwortlichen Politikern für ihr entschlossenes Handeln. Ich will dem eigentlich nur zwei Dinge hinzufügen. Das erste, wo immer von Christenverfolgung die Rede war, im Kontext der Corona-Maßnahmen, wird man sehen müssen, dass die Maßnahmen, die die Kirche trafen, jeden getroffen haben. Also gesellschaftliche Zusammenkünfte, gleich welcher Art, waren ja untersagt, ganz egal, ob die Kirche zusammenkommen möchte oder ein Kulturverein, ob Menschen in einen Gottesdienst gehen wollen oder in eine Opernaufführung. Das heißt, durch all diese Maßnahmen war nicht Kirche getroffen. Also natürlich war Kirche getroffen, aber nicht gezielt gerade die Kirche und auch nicht gezielt gerade Religionen. Man vergisst ja vielleicht leicht, dass dieses Verbot öffentlicher Gottesdienste nicht bloß Katholiken betreffen, sondern genauso Muslime oder auch Juden. Und ich glaube, dass wir auch gesehen haben, als die öffentlichen Gottesdienste wieder möglich waren, dass dort Religion behandelt wurde. Also als Gottesdienste wieder möglich waren, waren Theateraufführungen noch nicht möglich, obwohl man ja auch dort Schutzmaßnahmen hätte ergreifen können. Fußballspiele waren Wochen und Monate danach erst wieder möglich. Also ich glaube, dass Kirche eher bevorzugt behandelt wurde als benachteiligt. Das mag man vielleicht anders sehen, aber ich glaube, es erklärt, warum die Bischöfe sich eben nicht gegen die Gottesdienstverbote gewehrt haben. Ganz einfach deswegen, weil sie sie richtig fanden. Also im Erzbistum München beispielsweise und Gleiches gilt für Mainz, ich glaube auch für Bamberg. Dort wurden die Gottesdienste, die öffentlichen Gottesdienste schon untersagt, als das staatlicherseits noch gar kein Gebot gewesen wäre. Und ich glaube, daraus wird deutlich, dass den Bischöfen diese Corona-Maßnahmen wichtig waren, auch als Zeichen des Lebensschutzes. Ich glaube, man darf ja nie vergessen, dass jede einzelne Maßnahme, die sich gegen Corona wendet, letztlich Leben schützen will. Also das Leben derer, die an der Krankheit sterben können, aber auch das Leben derer, die die Krankheit vielleicht überleben, aber das auch vielleicht nicht überleben, wenn bestimmte medizinische Versorgung nicht zur Verfügung steht. Und ich glaube, das erklärt in gewisser Weise, warum die Bischöfe in Anführungszeichen geschwiegen haben, weil sie gar nicht die Notwendigkeit sahen, und ich würde ihnen im März und im April zugestimmt haben, sich gegen diese Gottesdienstverbote zu wehren. Und gleichzeitig ist dieser Vorwurf, die Kirche hätte nichts getan,
immer wieder präsent. Also Kirche hat zu wenig getan. Und ich glaube, dieser Vorwurf ist wahnsinnig gefährlich, denn er ist sehr pauschal. Ich erlebe Priester oder habe vor allem während der Hochphase von Corona Priester erlebt, die alles nur Mögliche getan haben oder zumindest versucht haben, um ihr kirchliches Leben weiter aufrechtzuerhalten. Die alle nur denkbaren Wege gegangen sind, Livestream-Gottesdienste, Telefonanrufe bei einsamen Menschen, Gebetsketten, bis hin zu täglichen Newslettern und Nachrichten, um Menschen irgendwo zu erreichen. Wenn ich so einem Priester sage, die Kirche hat nichts getan, dann ist das unredlich. Teile der Kirche haben nichts getan. Und ich glaube, dass das auch eine Lehre aus diesem ersten Lockdown war. Es geht nicht an, dass es Gemeinden gibt, die auf diese Corona-Pandemie einfach gar nicht antworten. Die einfach sagen, nun gut, jetzt mache ich für 2 Monate meine Kirche zu und ja, was soll ich denn tun? Das geht nicht. Und insofern ist dieser Vorwurf schon auch treffend. Es gab Teile der Kirche, in denen wirklich nichts passiert ist, wo die Corona-Pandemie, die Maßnahmen hingenommen wurden als etwas Unweigerliches, gegen das man jetzt auch nichts tun könne. Man konnte schon tun. Und ich glaube, das hat man in ganz vielen Gemeinden auch gesehen. Ich hätte jetzt, Sie sehen das auf der Folie, eigentlich noch was zur Verhältnismäßigkeit von Gottesdienstverboten gesagt. Ich glaube, dass sich das für den Augenblick erledigt hat. Der neue Lockdown kommt ohne Gottesdienstbeschränkungen. Insofern hat die Politik verhältnismäßig gehandelt, zumindest im Blick auf die Gottesdienste. Das dürfte also nicht das Problem sein. Die letzte Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie geht's weiter? Was ist denn die Perspektive von Kirche? Und ich möchte das an 2 Punkten deutlich machen. Einmal ganz Corona-bezogen. Wir haben gesehen, wie Gemeinden, Priester, Seelsorger auf die Krise reagiert haben. Und wir müssen daraus für einen möglicherweise kommenden nächsten Lockdown lernen, in dem dann vielleicht auch wieder Gottesdienste unmöglich sein werden. Und dabei muss meiner Auffassung nach jeder Seelsorger, jedes Seelsorgsteam sich ganz klar bewusst machen, Kirche wird gebraucht. Und in der aktuellen Situation braucht Kirche umgekehrt Fantasie und Mut. Mit den immer schon bewährten Maßnahmen kam man nicht sehr weit. Und gleichzeitig lehrt das die Kirche, glaube ich, etwas für die größere und längerfristige Situation. Denn ich habe auch das schon angedeutet. Auf lange Sicht wird Kirche die Art und Weise ihrer Kommunikation vollständig umstellen müssen. Und zwar von einer zentrierten Kirche, also zentriert auf die Gruppen, die man ohnehin schon erreicht, die man immer erreicht, die zu verschiedenen Angeboten der Pfarrei kommen, hin zu denen, die eben nicht kommen. Und die Gläubigen, also die zumindest offiziell katholischen, die nicht mehr an Feierlichkeiten der Gemeinde teilnehmen, die wächst nicht nur ständig, sondern die beträgt mit 80-85% die deutliche Mehrheit. Und ich glaube, dass Kirche hier aus der Corona-Krise lernen kann, aber auch lernen muss, dass es immer wichtiger wird, dass Kirche aktiv nach außen geht und dabei eben nicht pauschale Angebote unterbreitet, sondern mit Fantasie fragt, wo leben denn Menschen? Mit welchen Bedürfnissen leben dort Menschen? Was brauchen die Leute von uns? Was brauchen Menschen von Kirche? Und das fordert Mut und Fantasie. Und ich glaube, dass insbesondere in der Langzeitperspektive wir schon am bevorstehenden Weihnachtsfest ganz viel werden lernen können. Denn plötzlich haben wir diese Situation, dass unsere an Weihnachten immer noch überfüllten Kirchen dieses Jahr nicht werden überfüllt sein können. Es würde mich jetzt stark wundern, wenn Abstandsregeln und Maskenregeln an Weihnachten nicht mehr gelten sollten. Wir werden also schon dieses Weihnachtsfest erleben, dass viele derer, die aus Tradition noch jedes Weihnachtsfest in die Messe gingen, nicht mehr kommen. Und die verlieren wir vielleicht auch für das nächste und für das übernächste Jahr. Und plötzlich stellt sich die Frage, wie erreichen wir diese Menschen, die wir bislang wenigstens noch einmal im Jahr erreicht haben, nämlich an Weihnachten, vielleicht noch an Ostern. Wie werden wir die in Zukunft erreichen? Und ich glaube, dass Kirche da sehr proaktiv nach außen gehen muss, einerseits um die Menschen zu erreichen, andererseits, weil es auch ihr theologischer Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden, natürlich gerade den Menschen, die das Evangelium noch nicht kennen oder
vielleicht nicht gut genug kennen, also denen nie jemand wirklich den Glauben der Kirche erklärt hat. Und dabei wird die Frage natürlich auch sein, wie geht Kirche langfristig mit neuen und modernen Medien um? Wie gesagt, die Live-Messe wird kein Konzept der Zukunft sein. Aber Live-Gottesdienste, ich denke an das Stundengebet oder auch an ein Rosenkranzgebet, an eine Andacht, eine Maiandacht, ein Mariengebet, wird das in Zukunft verstärkt im Internet stattfinden? Die Möglichkeiten wären gegeben. Und ich glaube auch, dass hier Kirche sich positionieren muss und das in der Corona-Pandemie schon gelernt hat. Ich glaube also, dass man abschließend wird sagen können, Kirche und Covid-19 ist ein schwieriges Verhältnis. Kirche ist durch Covid-19 herausgefordert worden. Und zwar ganz praktisch, wie mache ich das mit Anmeldungen zur Messfeier? Aber eben auch ganz theologisch. Was sagen die Maßnahmen, die wir ergreifen, über unsere Theologie aus, über unser Gottesbild, über unser Gemeindebild, also über unsere Ekklesiologie? Das war eine starke Herausforderung für die Kirche. Und ich glaube, dass in den vergangenen 9 Monaten Kirche gelernt hat, dass das an manchen Stellen gut funktioniert und dass es an manchen weniger gut funktioniert. Und ich glaube, die große Perspektive für die Zukunft ist, dass Kirche wirklich daraus lernt und dass Kirche begreift, wir müssen an die Ränder gehen. Und das meint eben nicht nur die Obdachlosen und die Armen, die natürlich auch. Aber es meint auch die Ränder, an denen das Evangelium nicht mehr verkündet wird. Die Ränder, die wir mit unserer pastoralen Arbeit nicht mehr erreichen. Und das ist die große Herausforderung für die Zukunft. Danke sehr. Ich bin soweit am Ende. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt sehr gerne stellen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Einerseits über den öffentlichen Chat, den müssten Sie in Ihrem Programm links oben sehen. Oder Sie können natürlich auch einfach das Mikro aktivieren und einfach drauf lossprechen. Also egal, wenn Sie irgendwas loswerden möchten, Kritik, Anregungen, Wünsche, jederzeit gerne. Jetzt kommt eine Frage, die ich nur so ein bisschen eingeschränkt beantworten kann. Wenn die Kirchen offen bleiben, dürfen dann auch EBW und KEB, also die jeweiligen Erwachsenenbildungen, dürfen die weiterarbeiten? Das ist jetzt eine Frage, die eigentlich Roland Preußel beantworten müsste, der aber leider nicht mehr hier ist. Ich verstehe die Maßnahmen aber so, dass zunächst mal nur öffentliche Gottesdienste privilegiert sind. Also sobald, anders formuliert, ich glaube, öffentliche Gottesdienste gehen, das ist unstreitig, aber ich glaube beispielsweise, dass die Beschränkungen für einen Bibelkreis oder eben für Vorträge schon weiterhin gelten sollten. Also dass das in Präsenz nicht möglich ist, aber dafür geht es online. Also die Frage kann ich jetzt leider nur in bruchstückhaft beantworten, aber wenn ich es richtig sehe, dann wäre das kein Gottesdienst, wenn Erwachsenenbildung einen Vortrag vor Ort anbietet und würde deswegen eher unter Freizeitveranstaltungen fallen, die ja untersagt werden. Ich hoffe, das hat weitergeholfen. Hallo, ich würde mich noch mal kurz einschalten, weil ich gehört habe, dass eine Frage da ist zum Thema, wenn Kirchen offen bleiben, dürfen dann EBW und KIB weiterarbeiten? Jetzt weiß ich nicht, Benedikt, soll ich gleich was dazu sagen? Ja, bitte. Ich habe versucht, das zu beantworten, aber konnte mir nicht machen. Genau, also der Punkt ist, es geht nicht nur darum, ob wir dürfen, sondern auch, ob wir es ethisch verantworten können und wollen in dieser Zeit. Also, weil wir einfach auch wissen, zum Beispiel unsere Präsentbesucher sind oft eigentlich in der Hochrisikogruppe, also auch ältere Menschen, die das schätzen, dorthin zu gehen.
Von dem her werden wir uns auch noch heute Nacht und morgen überlegen, wie wir damit umgehen. Also was ganz wichtig für uns ist, dass wir sagen, wir werden auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise präsent bleiben, auch wie wir das im ersten Lockdown im Frühjahr schon gemacht haben. Das heißt, es wird weiter sowohl vom EBW als auch von der KIB zumindest Online-Veranstaltungen geben. Und wir müssen einfach auch schauen, was im Verein auch dezentral möglich ist. Also wir arbeiten gerade Tag und Nacht dran, aber wir sehen hier auch unsere Verantwortung, auch unsere Teilnehmenden zu schützen. Also das sind gerade so die Punkte, die uns bewegen. Zum einen natürlich ist jeder auch für sich verantwortlich, aber wir müssen als Einrichtung auch die Schwächsten schützen. Und das müssen wir auch immer im Blick haben. Und also neben dem Blick auf die Teilnehmer müssen wir auch schauen, welche Verantwortung haben wir in der Gesellschaft. Aber wie gesagt, also da sind wir dran. Wir machen uns das sicherlich nicht leicht. Aber es ist einfach, es gibt ja da nicht nur, sagen wir mal, diese einen Vorgaben, die jetzt meinetwegen auf Bundesebene da mal besprochen wurden, sondern gibt es noch Allgemeinverfügungen oder was dann spezifisch nochmal in Städten gilt. Und das kann dann zu ganz skurrilen Situationen führen, dass wir jetzt zum Beispiel in Regensburg in der Innenstadt keine Stadtführung mit mehr als 5 Personen durchführen durften, jetzt schon in der Vergangenheit, seit wir auf Rot sind, aber quasi in geschlossenen Räumen waren noch größere Veranstaltungen möglich, auch bei uns in der Erwachsenenbildung. Also das sind so Dinge, da sind wir täglich dran, aber das kann ich Ihnen versprechen, so wie wir jetzt uneingeschränkt in der ganzen Covid-Phase da waren, wird die katholische Erwachsenenbildung auch weiter, auch wenn es nochmal zu einem Lockdown kommt, in den vielfältigsten Formen da sein für die Menschen. Genau. So mehr kann ich gerade auch noch nicht sagen. Bleibt spannend. Ich sehe jetzt gerade, dass noch eine Frage kam, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie richtig verstehe. Nämlich, ob die Sonderstellung der freien Kultusausübung jetzt Ausfluss der Diskussion ist, die im Frühjahr nicht von der Amtskirche geführt wurde. Also ich würde es jetzt so verstehen, dass im Frühjahr die Diskussion vor allem nicht von den Bischöfen geführt wurde, sondern von anderen Katholiken oder auch in der evangelischen Kirche ähnlich. Und genau, von den Laien. Das hat man ja auch gesehen bei den Klagen, also beispielsweise bei der Verfassungsbeschwerde, über die das Bundesverfassungsgericht noch am Karfreitag entschieden hatte. Das war ja alles von Laien oder in dem Fall, glaube ich, von einem Berliner Priester erhoben und nicht von den Bischöfen. Das stimmt natürlich. Ich hoffe irgendwo, dass die Sonderstellung der freien Kultusübung jetzt irgendwo auch Ausfluss der Erkenntnis bei der Politik ist, dass alles andere unverhältnismäßig wäre. Also ich habe letztens erst gelesen, dass es wohl deutschlandweit keinen einzigen Infektionsfall gibt, der wirklich auf einen Gottesdienst zurückgeführt werden kann. Kann natürlich immer sein, dass es welche gibt, aber es ist zumindest nicht beweisbar, dass es einen gab. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass das durchaus bei der Politik die Einsicht in eine gewisse Verhältnismäßigkeit war. Aber ja, die Debatte wurde im Frühjahr von den Laien geführt. Das mag vielleicht auch daran liegen, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber wenn man jetzt natürlich gerade an Priester und Bischöfe denkt, die konnten natürlich nicht mit Gemeindemesse feiern, aber sie konnten Messe feiern. Also das war auch mein Eindruck, dass in vielen Fällen die Laien von den Einschränkungen eigentlich stärker betroffen waren als die Kleriker, einfach weil den Klerikern ja, wenngleich unter sicherlich absurden Umständen, also vor dem leeren Dom die Osternacht zu feiern, das ist sicher nicht die Wunschvorstellung eines Bischofs, aber ich glaube, das hat die Laien teilweise wirklich stärker getroffen als die Kleriker. Ja? Und natürlich, die Debatte wurde im Frühjahr, vielleicht kann man das noch im Nachhinein sagen, im Nachhinein hätte man vielleicht wirklich vor Ostern stärker sich positionieren können und um eine verhältnismäßige Öffnung der Kirchen wenigstens von Karfreitag bis zum Ostersonntag sich einsetzen können. Also ohne, dass ich jetzt ein Gegner der Maßnahmen im März und im April bin oder war, das stimmt schon. Man hätte sich dort vielleicht stärker einsetzen können. Aber ich glaube, dass einfach auch unter den Bischöfen
Roland Preußel hat es ja gerade irgendwo auch angedeutet, dass man natürlich als Veranstalter auch Verantwortung hat. Und ich glaube, das gilt auch für Bischöfe, die sagen, ich habe als Hirte in meinem Bistum irgendwo auch die Verantwortung, Menschen zu schützen. Und wenn ich nicht weiß, ob ich das effektiv kann, also einfach, weil man auch über das Virus viel zu wenig weiß, dann ja, ist das vielleicht auch einfach ein Ausdruck von Verantwortungsgefühl. Und ja, die Gottesdienste schreibt Cornelia gerade katholischerseits. Und ich glaube, evangelisch auch, also evangelisch-lutherisch, gab es keine Infektionen, aber es gab diesen großen freikirchlichen Fall. Ich glaube ja, dass der ganz stark, ganz, ganz kurz nach der Lockerung war, wo sich dann gleich irgendwie 100 Leute infiziert hatten. Daran hat man natürlich auch gesehen, was passiert, wenn Gottesdienste ohne Schutzmaßnahmen gefeiert werden. Die juristische Frage, darf da unterschieden werden zwischen jetzt beispielsweise Katholiken und Freikirchen? Ich würde jetzt mal so ganz spontan sagen, nein. Also die Vermutung, ja, Katholiken werden sich nicht oder zumindest weniger leicht anstecken, als das in freikirchlichen Gottesdiensten der Fall ist, die dürfte man wahrscheinlich so nicht anstellen. Und ich würde jetzt mal sehr stark vermuten, dass wenn es in irgendeiner Verordnung so wäre, dass Katholiken feiern dürfen, Protestanten vielleicht feiern dürfen, Freikirchen aber nicht, dass das sicherlich ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz Artikel 3 Grundgesetz wäre. Natürlich gilt für den Einzelfall dann immer was anderes. Also wenn es einfach Gemeinden gibt, die sich da partout nicht dran halten und dann immer ohne Maske und Singen und Umarmungen betreiben, kann man dagegen vorgehen. Aber ich glaube, in der Verordnung selber wäre das sehr, sehr schwierig. Es ist teilweise ja auch debattiert worden oder es gab teilweise Stimmen, die sagten, die katholische Kirche ist durch dieses Gottesdienstverbot ungleich härter getroffen als die evangelische Kirche beispielsweise oder als Judentum und Islam. Weil das, was ich ja schon angedeutet habe, ich kann eine Wortgottesfeier irgendwie übers Internet machen, aber das mit der Eucharistie wird irgendwie schwierig. Und ja, deswegen gab es auch Stimmen, die sagten, man sollte doch den Katholiken die Gottesdienste erlauben und allen anderen verbieten. Das ist natürlich theologisch kurz gegriffen. Also auch im Judentum gibt es beispielsweise für bestimmte Gebete einen sogenannten Minyan. Das heißt, die sind nur wirksam vollzogen, wenn 10 erwachsene Männer nach Bar Mitzwa zusammen beten. Und ich bin mir in der jüdischen Theologie jetzt nicht sicher, ob sowas über Livestream möglich wäre. Also es werden ja alle gleichermaßen hart von den Maßnahmen getroffen. Das mag jetzt vielleicht wirklich bei uns Katholiken noch ein bisschen besonders stark sein, weil einfach Sakramentenempfang via Internet nicht möglich ist. Aber generell glaube ich, dass diese Regelung schon alle treffen muss. Gleichermaßen. Ansonsten wäre das juristisch sehr bedenklich. Ich sehe, dass jetzt momentan keine weiteren Fragen da sind. Ich blende jetzt mal kurz, ich hoffe, man sieht das einigermaßen gut, meine E-Mail-Adresse ein. Wenn sich jetzt noch irgendwie im Nachgang Fragen ergeben sollten oder vielleicht auch eine Frage, die man jetzt nicht öffentlich stellen wollte oder auch Kritik, die man nicht öffentlich stellen sollte, ich freue mich sehr auch über Rückmeldungen via E-Mail und bin bis dahin froh, dass Sie da waren und ja, wünsche Ihnen, kann ich mich Roland Preußen nur anschließen, auch einen schönen Abend und vor allem weiterhin Gesundheit. Danke sehr.